Herzlich willkommen hier im Studio von Floristik24. Ich grüße euch, ich bin's, eure Claire. Und ich habe heute für euch einen Kranz vorbereitet, einen Frühjahrskranz, den man dann ein bisschen jetzt erst österlich und später vielleicht noch ein bisschen sommerlich dekorieren kann. Seid dabei, bleibt dran, es gibt auch wieder was zu gewinnen. Los geht's! Ich stelle euch jetzt meine Materialien vor. Natürlich brauchen wir einen schönen Kranzrömer. Hier so einen gekalkten, richtig derben, kräftigen, schönen habe ich hier rausgesucht. Dazu ein paar Magnolienblüten, entweder künstlich, aber ganz toll von der Farbe. Die gehen so von weiß in so ein Altrosa über. Dann habe ich meine Eier. Die habe ich mir schon ein bisschen auf eine kleine Kette gefädelt. Das sind richtige Eier, mit schon versehen mit einer kleinen Feder dran. Aufgefädelt auf so einem Jute-Strick. Die habe ich gleich genutzt, um für mich das Ganze zu fädeln. Da habe ich 6 Stück davon, passend in den Farben. Und was wir brauchen, ist ein schönes Band. In verschiedenen, hier haben wir so ein Jute-Band, eine Kordel, ein Samtband dazu. Und für unsere gefiederten Freunde auch passend ein kleines Vogelhaus, was wir hier gleich mit dich reinarbeiten werden. Damit würde ich auch gleich anfangen. Ich gucke mir mal an, dass ich gleich die Möglichkeit habe, den Kranz jetzt hier schön, dass er, muss man mal gucken, manchmal hat er so eine Schokoladenseite. Dann nehmen wir die so ein bisschen nach vorn. Dann bringe ich mein Vogelhaus hier an, das würde ich hier reinhängen. Guckt man, dass man einen schönen Zweig hat, wo man das so ein bisschen verzwirbeln kann. Und vielleicht gleich mit der Kordel festbindet. Wir wollen ja heute so auch ein bisschen was Nachhaltiges machen. Also das bedeutet, jetzt haben wir ja Ostern. Ostern ist dann nächsten Wochen vielleicht aktuell und danach muss der Kranz ja nicht unbedingt weggeworfen werden. Es ist ja so, man will ja immer nachhaltig ein bisschen arbeiten und da ist es ganz gut, wenn man was arbeitet, was man dann hinterher wiederverwenden kann. Also ich werde euch dann gleich eine Möglichkeit zeigen, wie ihr das Osterteil umfunktionieren zu dem Frühjahr-Sommer-Türkranz und ihr könnt das dann gleich weiterhin nutzen. So, jetzt habe ich mein Häuschen erstmal schon hier drin hängen. Das kann gleich noch ein Stückchen höher, sehe ich gerade. Das müsst ihr euch mal justieren. So, in der Richtung. Jetzt kommen gleich meine Magnolien dran. Und da könnt ihr natürlich auch variieren. Ihr könnt ein paar frische Materialien dazu nutzen. Ihr könnt ein paar Zwiebelchen hier aufbringen. Ich würde es jetzt hier gleich in den Römer so ein bisschen reinarbeiten, reinstecken. Das lässt sich ja auch gut machen, so ein drunter klemmen. Da kann man so eine Klemmtechnik verwenden dabei. Ich würde es natürlich immer noch ein bisschen durch den Kleber nochmal fixieren, weil wenn es außen ist, ist es ja auch oft so, der Wind geht, es stürmt mal noch vielleicht jetzt im Frühjahr. Und da ist es besser, man klebt die einzelnen Materialien dann auch vielleicht mal noch an. So, meine Klebepistole ist hier noch gar nicht richtig heiß. Ich war schon so eifrig und habe einfach losgelegt. Und ich merke gerade, die ist noch gar nicht richtig heiß. Also nicht so dolle drücken. Da kann man die nämlich auch ganz, ganz schnell mal kaputt machen. Dann wirklich noch ein Momentchen warten. Aber wir haben ja immer genügend zu tun bei den Dekosachen. Dann würde ich nämlich meine Kette hier weiter vorbereiten. Ich habe hier mir diese Eierchen schon mal teilweise angedrahtet, aber noch nicht alle. Ich würde sie jetzt hier mit dem Strick anbringen. Und da knotet er das einfach hier schon mal so rein mit der kleinen Kordel. Jetzt würde ich es mir gleich mal fassen. Und vielleicht auch so am Kranz dann später befestigt, dass man die Eier dann, wenn nach Ostern, abnehmen kann. Und hinterher wieder verwenden kann. Also das könnt ihr euch ja aufheben dann. Und dann braucht ihr wirklich nur noch ein anderes Band dazu zu nehmen und schon könnt ihr euren Türkranz für später dann weiter nutzen. So, das gleich mal hier so. Dann haben wir da eine schöne Girlande von den Eiern, die wir selbst gemacht haben. Und ich würde das gleich hier verdrahten. Hier oben knote es mir einfach zu und habe gleich die Möglichkeit, das hier mit anzubringen. Ihr müsst auch gucken, von Proportionen her, wie das passt.
Jetzt bloß mal hoch, wenn wir das dann hier anhängen, ob wir es vielleicht hier weiter hinten, je nachdem wie groß eure Tür, wie lang ihr das haben wollt, ob es richtig schön runterbaumeln soll oder vielleicht doch ein bisschen kürzer. Aber das könnt ihr euch selbst gestalten. So, mal zur Seite, vielleicht noch ein bisschen Band hinzu. Das würde ich auch gleich mitnehmen, das bringe ich mir schon mal in die Längen. Es ist nämlich schade, denn die Kranzräumer kann man auf jeden Fall immer wieder verwenden. Das wäre zu schade, um die wirklich wegzutun. Die braucht man vielleicht auch gar nicht so dolle bekleben. Also dann wirklich so vielleicht auch viele Klemmtechnik verwenden. Und schon kann man das immer wieder nutzen. Ich habe meine Bänder jetzt hier unten eingefügt, dran gebunden und habe meine Girlande, die ich vorhin mit den Eiern vorbereitet habe, hier schon unten dran gebunden und eben nur gebunden, dass wir eben einfach die Schleife dann wieder aufziehen können und für später das einfach wieder abmachen können und den Kranz umfunktionieren. So, ich hoffe, dass meine Klebepistole jetzt so langsam heiß ist, aber ich denke schon. Dann kann ich nämlich meine Blüten, genau, jetzt läuft's, jetzt geht's los, hier aufbringen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass es eben nur so einseitig ist, dass es eben eine Fließrichtung so ist, dass diese Magnolien auf der einen Seite hier nach oben laufen. Die haben eben so einen tollen Farbton. Das passt mit unseren farbig abgestimmten Bändern so schön, mit dem Samtband. Das ergibt dann alles eine Einheit. Ich könnte mir gleich vorstellen, dass ich den sofort im Laden auch verkaufe. Den finde ich selber sehr toll. Ich habe gleich Kundschaft dafür, die das mir aus den Händen reißen würden. So. Wir brauchen auch noch ein Band für nach oben für die Aufhängung. Da habe ich mich für so ein etwas breiteres Juteband entschieden. Das ist so ein schönes Sandfarben, vielleicht so ein bisschen ins Aprikot, auch so ein bisschen pastellig ist. Das schiebe ich mir gleich noch hier durch. Hänge das auf. Das passt wunderbar. Ich lasse das immer ein bisschen länger, auch immer für die Kundschaft lasse ich das meistens ein bisschen länger, je nachdem, wie man es dann an der Tür, wie lang man es runterhängen lassen will, wie groß auch die Tür dann ist. Ne? Ich mache mal eine Wicklung hier, dass es eben hier oben so ein bisschen gefasster nochmal ist mit unserer schönen kleinen rosafarbenen Kordel. Bei der Kordel ist auch immer ganz wichtig, wenn ihr die abschneidet, zeige ich euch gleich nochmal, dann troddelt die sich so ein bisschen auf. Hier seht ihr das. Ne? Dann macht man, um das ein bisschen aufzuhalten, einfach nochmal einen Knoten rein. Und schwuppsdiwupps kann sich das nicht weiter auftrotteln. Ne? Dann hat man so ein bisschen diese kleinen Hänger, die dann nicht weiter nach oben aufgehen. So, da haben wir unseren österlichen Kranz mit unserem Vogelhaus in der Mitte. Der durch nochmal das Grün kommt auch nochmal schön wieder von den Magnolien, von dem Vogelhäuschen und von den Eiern. Den könnt ihr euch jetzt gleich zu Ostern dranhängen. Und um das Ganze einfach noch mal ein bisschen zu verändern, kann man, wenn die Osterzeit vorbei ist, wie gesagt, unsere Girlande einfach wieder abknippern, also die Schleife wieder aufmachen. Und vielleicht könnte man entweder das Vogelhaus wegnehmen und einfach mal in die Mitte so ein Herzlich-Willkommen-Schild, vielleicht so ein bisschen schräg, noch mal mit einbringen. Ne? Wir haben ja das Vogelhaus auch nur angebunden und die Eier auch. Und so kann man das ganz, ganz schnell zu einem Kranz verarbeiten, der dann später, bis in den Sommer hinein an der Tür hängen kann. Oh, ich finde, das ist mir super gelungen. Wie seht ihr das? Schreibt mir das mal in die Kommentare rein. Liked es, abonniert unseren Kanal. Und bei all den Kommentaren, die ihr da reinschreibt, gewinnt einer diesen Kranz und wenn ihr dann traurig seid und den vielleicht nicht, vielleicht habt ihr Glück, 3 von unseren Blooms Deko werden auch nochmal mit verlost. Ich freue mich, dass ich das für euch arbeiten durfte. Mir gefällt es wirklich sehr gut, wird an meiner Haustür auch ganz gut passen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Osterzeit. Bis bald, eure Claire.